Willkommen zurück zu Christmas Eve Mitternachtsruf. Ja. Wir müssen immer noch hier den Eistypen, die Eisstatue vernichten. Und ich weiß immer noch nicht wie. Und ich war das letzte Mal auch etwas planlos. Und ich merke auch, dass ich immer mehr planloser werde hier. Weil das Spiel einfach auch doch nicht mal so einfach ist. Aber es gibt bestimmt was zu tun. Oh, zum Beispiel hier in der Rappelkiste. Finde die Unterschiede. Mal wieder. Und ich bin etwas verschnupft. Ich hoffe, das klingt nicht allzu schlimm. Und ich hoffe, ich niese nicht allzu oft in diesem Part, damit ich es dann hinterher wieder rausschneiden muss. So, da war irgendwas. Keine Ahnung. Dann haben wir hier die Schildkröte. Da ist eine 5 und eine 4 stattdessen. Da oben die Violine in eine andere Farbe. Dann haben wir hier eine Kette. Das Ding mit 2 Schleifen. 2. Und das hat eine andere Farbe oder was weiß ich nicht was. Das Kettenhemd, der grüne Stein. 2 Faunfedern, die hier nicht sind. Ein Hut, das Getränk. Das Buch, das Fernglas. Was war mit dem Fernglas anders? Was war denn mit dem Fernglas anders? Was da war. Was ist, wo ist denn da der Unterschied? Da war doch gar kein Unterschied. Das sind so ganz leicht andere Farben oder was ist da? Ich weiß gar nicht, wo hier und zwischen dem Fernrohr der Mundharmonika da der Unterschied sein soll. Hä? Und die Münzen sind jetzt auch anders oder was? Nee. Das hier vielleicht noch? Ja. Schön. Vielleicht hier auch noch was? Ihr kennt das ja eh nicht. Da noch. Die Feder natürlich. Feder jetzt anders. Was ist an der Feder denn anders? Ich rate jetzt weiter. Irgendwas am Kettenhemd. Oder den Münzen, dem Buch. Die Karte. Die Karte war's. Die Violine bekommen wir. Mit der Violine können wir vielleicht was frei spielen. Violine. Nee, da ist der Dings. Violine, Violine. Brauch einen Tipp. Schöne Haarfarbe, sie ist noch nicht spielbereit. Jetzt aber. Da fehlte der Zapfen. Ach so, hier fehlte immer so ein Strang. Gefrorene Harfe lässt sie nicht spielen. Heißes Wasser. Komm. Jetzt aber. Hä? Mit dem Frostfeuer, mit dem Adler. Was wollt ihr? Also heißes Wasser, das hätte doch jetzt gut funktionieren können. Oder auch nicht. Eissäule. Milch. Violine. Was wollt ihr denn dann? Die Milch. Das habe ich doch auch schon ausprobiert gehabt, oder nicht? Vielleicht einfach nicht direkt an der Stelle. So, jetzt haben wir das Stück Krone. Dann gehen wir mal zurück. Hauptsache, ich weiß, was ich machen soll. Das ist ja immer so doof, wenn man keine Ahnung hat und sich ständig einen Tipp holen muss. Ne? So sieht's aus. Ach, das ist nicht ein Stück davon. Ist das dieser komische Drache? Was ist denn das? Schlüssel zur Falle. Das ist nicht der Adler und es ist auch nicht... Auf den ersten Blick dachte ich, das wäre ein Stück Krone. Ja, na gut. Ja. Das zum Thema sich Tipps holen müssen. Was wollt ihr dann? Uri hat ihr Zimmer gut geschützt, aber ich muss an dieser Tür vorbei. Ja. Soll ich den da reinstecken? Ach, das Frostfeuer kann ich hier reintun. Dreh den Spielbereich mit den Pfeilen, um das Frostfeuer zur Öffnung zu leiten.
Ja, na klar. Oh. Red ich mal. Genau. Das macht Spaß. Und ist irgendwie schwer. Wie kriege ich das denn an das doofe Loch da? Das ist total doof. Mach dich mal dahin. Damit du dahin rollst. Genau. Wenn du dahin... Ja, jetzt aber. Komm. Ich wusste nicht, dass das Frostfeuer dafür gedacht war. So ist das also. Oh. Wen haben wir denn hier jetzt? Und was steht hier? Du armer kleiner Drache. Keine Sorge, kleiner Drache. Ich heile deine Wunden. Der kleine Drache leidet. Ich muss ihm schnell helfen. Mit dem Heildings bestimmt. Erstmal muss ich ihn befreien, ne? Käfigschlüssel. Käfigschlüssel ist für da hinten für die Vögel. Bestimmt. Hier, der passt hier rein. Der passt doch da rein. Das ist doch genau das Symbol. Also soll ich ihn erst heilen und dann aus der Falle holen? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Schlüssel. Jetzt hol ihn da raus. Knopf! Dramatische Musik! No. Dieses Eisschloss könnte man wegschmelzen. Mit heißem Wasser. Juhu. Jetzt geht das aber los hier. Und die Vögel sind frei. Ich schlafe eine Schlange mit einem Skorpion, Feder und tada, Tinktur. Aha. Mit den Zwitschervögeln? Ah, Adleramulett. Cool. Ein Yeti und er hält die Decke ganz alleine hoch. Und lass mich raten, dann kitzeln die nachher mit einer Feder und dann... Komm, mit der Eissäule brauchen wir das nicht mehr machen. Oder Arme. Ein solch netter Yeti darf nicht angekettet bleiben. Auch ein nicht netter Yeti soll nicht angekettet sein. Kannst du das damit nicht aufmachen? Oder verarscht mich das Spiel nur? Ich kann im kalten Wasser nicht an das andere Ufer schwimmen. Warum steht da eigentlich die Schneekönigin? Im kalten Wasser. Dann gehen wir mal erstmal wieder. Zu dieser Muschel. Genau. Packen da die Perle hin und kriegen... Excalibur. Bogen. Schlüsselteil. Und können hier jetzt den Adler reintun. Und kriegen dafür einen Sägefisch. Adler gegen Sägefisch. Ah, ja. Oh weh, diese Schlange ist auf einen Kampf erpicht. Ach ja, der Skorpion, ne? Der Skorpion. Ja. Kriegen wir den Skorpion denn wieder? Sägefisch. Was mache ich mit dem? Mit dem Bogen können wir hier violinieren. Nein. Kleber. Oh. Hier können wir Waffen suchen. Nee, Violine ist keine Waffe. So, auch die Zeichnung nehme ich diesmal mit. Das habe ich mir wohl gemerkt. Das war auch keine. Hier ist noch eine. Waren das alle? Jawohl. Gefrierwaffe. Ja, aber warum sollen wir denn jetzt noch mehr gefrieren? Da kommt bestimmt das Schlangengift rein. Das haben wir noch nicht. Und hier kommt die Kronen. Können wir gegen ihn jetzt kämpfen? Nicht? Mit unserer Gefrierwaffe? Nein. Na gut.
Können wir denn dann mal machen? Wozu ist dann aber der Schlüssel? Und nicht dafür. Verstehe ich nicht. Der arme Yeti. Kaltes Wasser. Kaltes, klares Wasser. So, was mache ich denn da jetzt mal? Und wenn wir erstmal den Knopf wegbringen. Da war doch noch irgend so ein Spielrätsel. Irgendwo konnte man doch noch mehr spielen, oder nicht? Oder? Oder? Nee, hier waren wir ja schon. Aber ich glaube, hier waren wir auch noch nicht ganz fertig. Gab hier immer noch was zu tun, glaube ich. Oder? Oder? Nee. Alles schon erledigt. Na gut, habe ich mich getäuscht. Na gut. Ich habe mich getäuscht. Vielleicht. Ich dachte, da wäre noch was gewesen. Wieso gucke ich eigentlich nicht einfach auf meine Karte, meine Schlaue? So, da war auch noch was. Genau. Vielleicht können wir ja mit der Violine die Schlange wach machen. Oder so. Wie kriege ich denn die Schlange mal wach? Nein, soll auch nicht sein. Na gut, dann eben nicht. War hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Ich benutze lieber die Karte. Es geht ein bisschen schneller als das Herumgeirre. Da ist der Tron mit dem Skorpion. Ich gehe nochmal in den Saal. Vielleicht können wir ja jetzt hier irgendwie... Vielleicht könnten wir da das Teil schon mal reintun. Okay. Und dann muss das Teil noch rein und der Kelch. Können wir den... irgendwie da... wir können den festkleben, den Skorpion. Jetzt ist der Skorpion bewegungsfähig, muss aber noch sein Gift sammeln. Das ist irgendwie eklig. Das Skorpiongift sollte mit äußerster Vorsicht gesammelt werden. Ja, dann mach doch. Du hast jetzt... Wie kann die den denn da... Also das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass sie da den Skorpion festklebt. Ich weiß jetzt nicht so richtig... wie soll ich denn das jetzt da rausholen? Das Gift. Ich probiere jetzt mal einfach alles aus, was alles so merkwürdig hier gerade alles ist. Mal... Mit der Waffe. Damit. Nee. Okay. Pfeil. Gefrorene Harfe. Komm, kämpf gegen ihn. Entschuldigung, jetzt muss ich tatsächlich niesen. Und weiß gerade nicht so richtig. Ja, ich weiß, ich soll da ran angeblich, aber sollte mit äußerster Vorsicht gesammelt werden. Vielleicht mit dem Schneemann? Hä? Kann ich das hier reintun schon? Ich weiß nicht, wie ich da an das Gift jetzt rankomme. Leute. Hat Odi die Drikone? Ja, die müssen wir auch noch machen. Kann ich da, fehlt ja noch einfach ein Stück. Zerbrochene Krone. Hier gibt es aktuell nichts für mich zu tun. Ja, dann die kämpfende Schlange.
Die, kann ich hier schon was machen? Befreien wir diese Sanduhr von ihren Ketten. Ach so. Ja. Pfeil. Mit dem, ist das hier ein... Weiß ich nicht, was kann ich denn da mal machen? Naja, das frage ich mich ja schon die ganze Zeit irgendwie. Mit dem Sägefisch vielleicht. So ganz, stumpf. Aufsägen. Nein, das wäre doch so typisch wimmelig gewesen. Dann eben mit der Gefrierwaffe. Wie kriege ich denn mal die Ketten ab? Mit dem Schneemann? Kann mal bitte die Kette jemand abmachen? Oh. Oh. Ja, also dann... Wie denn? Ach, Sanduhrschlüssel. Okay. Dann fehlt da ja auch noch einer. Aber da habe ich noch keinen. Okay, jetzt wissen wir, wozu der Schlüssel da war. Lösung. Ja, hier wohl nicht mehr. Was ist denn da? Nix. Kommen wir da noch hin? Hm. Dann gehen wir hier nochmal hin. Gab es doch irgendwie eine Anleitung. Ja, kaltes Wasser. Dann können wir das vielleicht einfach aufsägen. Nee, aber da ist ja auch ein Schloss. Ne? Dann braucht es hierfür auch einen Schlüssel, bestimmt. Pfeil. Kann im kalten Wasser nicht anders anrufen. Vielleicht sollen wir das Wasser gar nicht irgendwie kalt machen, sondern uns was anderes einfallen lassen? Oder so? Hm. Gib mir mal die Karte. Das sind aber auch nicht mehr... Ich weiß auch nicht, da die doofe Schlange aufwecken. Damit wir da das Gift kriegen. Aber wir haben ja auch den Kolben gerade gar nicht. Ja. Probier jetzt nochmal alles aus hier mit der Violine. Da. Schwertfisch. Gefrierwaffe. Pfeil. So, alles ausprobiert. Geht nicht. Irgendwie muss ich da doch rankommen können. Aber da habe ich doch auch schon alles ausprobiert. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Der angebissene Apfel. Hm. Bin ich irgendwie überfragt? Ach, der Adler. Der Adler. Der kann mir hier helfen. Okay. Leicht Experte. Weil wir ja so gut sind. Dieser Mechanismus könnte den Wasserfall stoppen, wenn man ihn richtig verwendet. Ja. Jetzt sagt mir nicht, dass ich hier jetzt nicht wieder weiterkomme. Doch, wir können hier das schon mal einsetzen. Dann fehlt uns aber immer noch ein anderer Pfeil. Das ist doof. Also fehlt uns noch einer und wir kommen hier gerade gar nicht weiter. Hm, das ist blöd. Aber wenigstens ist der Adler jetzt hier und hat geholfen. Kann der Schneemann hier helfen? Nein, natürlich nicht. Da fehlt uns auch ein Schlüssel. Ich verstehe halt nicht, ja. Da fehlt uns ein Stück Krone, wo wir das herkriegen sollen. Also wenn ich von hier, dann, ja, weiß ich auch nicht. Da wurde ja auch immer gesagt, gibt's nichts mehr zu tun. Deswegen denke ich immer noch die Harfe. Ne? Lösung. Eine total schlaue Runde hier.
Knopf. Da war noch was drinne. Oh. Okay, ich habe den Schlüssel fertig gebaut. Sag mir doch einer, dass da noch was drinne ist. So, jetzt habe ich den anderen Schlüssel. Dann wollen wir mal gucken, wo der jetzt endlich hingehört. Der gehört da nicht hin, weil das ist ein Pfeil, den wir brauchen. Dann ist das hier der Schlüssel. Nee. Nee, der ist es auch nicht. Dann vielleicht der Schlüssel für den Yeti. Ja, für den Yeti. Ich habe einen Yeti. Ja, und eine Flöte. Mit der Flöte können wir bestimmt die Schlange aufwecken. Komm mal. Klingt eher wie ein Autohupe. Nö, nö. Wie kann ich das Schlangengift bekommen? Mit dem Yeti. Mit dem Schneemann. Mit der Waffe. Mit dem Sägefisch. Mit dem Apfel. Vergifteter Apfel. So. Haben wir das endlich mal hier erledigt. Das ist schön. Wird ja auch mal Zeit. So, jetzt gehen wir wieder in den Saal und schmeißen den Apfel da rein. Herrlich. Jetzt fehlt nur noch die Flasche. Das hier. Yeti, hilf mal. Schneemann. War da hier noch was versteckt? Ich fasse es nicht. Ja. Der Yeti kann vielleicht die... Der Yeti kann gegen den antreten. Ja. Danke, Yeti. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Voll der gute Yeti. Du. Ach, jetzt dürfen wir hier wieder kreiseln. Ach so, dann muss ich den Knopf erstmal reintun. Ja. So nah und doch so fern. Das gibt's doch nicht. Krieg ich den denn mal? Ich muss den da in die Ecke irgendwie kriegen. Kriege ich den mal in die Ecke. Ich weiß nicht. Kriege ich den mal hier? Hier in die Ecke will ich das Ding haben. Krieg die in jede Ecke, ne? Aber nicht in die. Oh, das ist aber auch heikel hier mit dem Feuerkugelspiel. Ich muss den irgendwie, ich muss die Kugel in eine ganz andere
gar nicht andere Winkel kriegen. Na, jetzt aber. Ja, yippie, und noch eine Runde. Oder auch nicht. Da sind wieder die, wie heißen die nochmal, schwarzen Schwäne, diese infernalischen Kreaturen lassen mich nicht vorbei. Ich muss sie loswerden. Ja, aber endlich sind wir ein Stück weitergekommen. Yeti. Der Yeti ist nicht mehr der Schneemann. Waffen. I hope that takes care of all of Audrey's minions. Yeah. Ihr werdet mir nicht mehr in die Quere kommen. Nein. Eine Pinzette habe ich jetzt. Ich muss den Käfig öffnen, um das Kästchen der Pandora zu bekommen. Ich komme an diesen Schlüssel mit bloßen Händen nicht heran. Mit der Pinzette. Das ist ja spannend. Ah, hier haben wir den anderen Pfeil. Ich muss einen Weg finden, in Gargol den Stern des Weihnachtsgeistes zu entwenden. Wenn ich ihre Magie blockiere, kann ich den Stern des Weihnachtsgeistes nehmen. Aha. Na denn. Dann gehen wir erstmal. Oh, was macht er denn hier? Audrey, I'm so sorry. I failed to protect you from the dark spirits. And now I'm at a loss for how to save you. Please, forgive me. War er jetzt der Yeti? Naja. Armer, verzweifelter Robert. Er quält sich die ganze Zeit mit Blicken auf Audreys Foto. Dann soll er das doch lassen. So, jetzt müssen wir erstmal... Wir haben hier ein bisschen noch was zu tun. Genau. Gehen wir hin, packen den Pfeil da rein. Hebe oder senke einen Stein mit der Hand, indem du den roten Knopf drückst. Und verwende die Pfeile, um sie vor dem Wasserfall zu platzieren. Ein Stein kann nur angehoben werden, wenn er markiert wird. Also erstmal nach rechts. Dann nach unten. Hm? Ah, jetzt, okay. So, links. Nö. So, Wasserfall. So. Kann der, nee. Nochmal einmal nach rechts. So. Genau. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das so hinhaut, aber... ja, nimm den. Was für ein merkwürdiges Rätsel. Klick mir hier einen ab. Bisschen höher, bitte. Runter. So. Mhm. Ganz klasse. Vielleicht doch noch mal ein bisschen nach links. Oder so. Aber vielleicht soll das auch so sein. Geil. Wir versuchen das mal. Das ist total doof. Können wir das nicht einfach schieben, die Hand? Das dauert ewig. Ach, wir spielen trotzdem gerade auf leicht. Merke ich gerade. Ich hatte doch auf Experte gestellt. Egal. Machen wir das jetzt mal. Hauptsache, wir schaffen das mal hier. Komm. Nimm. Und auf Experte will ich das gar nicht spielen, weil es alleine schon so lange dauert. Oh, lass mal los.
Wir wollen erstmal den kleinen haben. Den großen legen wir dann oben drauf. In der Hoffnung, dass das geht, was ich hier mache. Wahrscheinlich nicht. Lalala, was für ein schönes Rätsel. Ach, man kann das auch fahren lassen, sagt mir das doch einer. Dann geht das natürlich schneller. Ja, jetzt macht das auch mehr Spaß. Ja, lass los. Wie, du kannst es nicht loslassen. Das ist jetzt so falsch von mir gebaut. Sieht doch super aus. Mann. Dass er das nicht wenigstens runterfahren lassen kann und dann passiert eben nichts. Dann weiß man ja auch, es ist falsch. Weil das es nicht mal geht. Ja, das hat irgendwie nicht geklappt. Ja, kannst wieder loslassen. War alles falsch gebaut, du blöde Hand. So. Genau. Tja, muss ich mir nochmal was anderes einfallen lassen. Aber wenigstens können wir das Ding jetzt fahren lassen. Ja, nun lasst es doch mal. Oh, so. Auch was ich hier rechts baue, das sieht doch eigentlich auch ganz gut aus. So ähnlich. Da oben und dann noch den da rein. Naja, weiß ich nicht. Mach das im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dann.